Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Spielmann Aki und ja, es gab jetzt eine ganze Weile lang keine Videos von mir. Das hat natürlich seine Gründe. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr auf jeden Fall heute. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, warum gab es jetzt so lange keine Videos? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar einen sehr traurigen Grund. Ich habe meine Hündin verloren und die war 15 Jahre Teil meines Lebens und das musste ich erstmal irgendwie verarbeiten. Und ich denke, jeder Tierbesitzer, der jetzt vielleicht gerade mit seinem Hund auf der Couch sitzt oder mit seiner Katze auf der Couch sitzt und die vielleicht gerade streichelt, kann nachvollziehen, dass 15 Jahre echt eine lange Zeit sind. Und wenn denn das geliebte Tier von jetzt auf gleich auf einmal nicht mehr da ist, ist natürlich dann nicht so einfach. Und das musste ich jetzt erstmal für mich verarbeiten. Deswegen, ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse gewesen oder zu traurig gewesen, dass jetzt erstmal keine Videos gekommen sind. Aber ich kann euch versprechen, es geht definitiv dieses Jahr weiter. Ich habe dieses Jahr richtig was vor. Also bleibt auf jeden Fall am Start, weil da kommt dieses Jahr, glaube ich, so einiges auf euch zu. Ich werde euch auf jeden Fall bei Auftritten von mir mitnehmen. Da wird auf jeden Fall auch die Kamera mit dabei sein. Wir werden coole Orte hier im Harz besuchen und da spielen und coole Videos machen. Da wird es so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, hinter die Kulissen gehen, also die Fahrt dahin und wie bin ich dahin gekommen und wie habe ich den Kontakt aufgebaut und wie bin ich dazu gekommen oder wie bin ich drauf gekommen, da überhaupt zu spielen. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr alles ein bisschen anders werden. Und ja, dieses Video ist natürlich nicht ohne Grund. Ich habe natürlich auch ein neues Instrument gebaut. Die einen oder anderen, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, immer wenn bei Aki im Leben was los ist, dann verarbeitet er das irgendwie über Instrumente. Ja, das ist richtig. Also ich habe so für mich selbst festgestellt, dass immer wenn ein neues Instrument kommt, dass ich damit irgendwie eine Lebenspassage oder einen Tiefschlag, den ich erlitten hatte oder eine besondere Situation, die sich eingestellt hat, damit irgendwie verarbeite. Und ja, dieses Mal war es halt die Sache mit meiner Hündin. Ich kann euch aber sagen, es ist kein Dudelsack geworden. Es ist was anderes Cooles geworden. Und zwar ist es ein sehr emotionales Instrument, würde ich schon sagen. Ein sehr leises Instrument, emotional gehalten und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das ist das Instrument, welches dieses Mal aus meiner Schaffensperiode entstanden ist. Und zwar, die einen oder anderen werden jetzt schon erkennen, was es ist. Für die, die nicht erkennen, was es ist, ist sei gesagt, das hier ist eine Lyre. Oder Lyra. Also eine sehr alte Harfe. Also nach einem alten Vorbild ist das Ganze so entstanden. Und ich hatte da irgendwie Lust drauf und dachte mir, Mensch, für gewisse Stücke und für gewisse Anlässe ist das natürlich nicht schlecht, mal ein solches Instrument zu besitzen. Und es ist komplett selbst gebaut. Also das Einzige sind natürlich die Saiten, die habe ich bestellt und auch hier oben die Stimmzangen oder die Wirbel. Die habe ich gekauft. Alles andere ist komplett selbst gebaut. Und ja, die einen oder anderen sehen schon, es hat sich natürlich auch werkstatttechnisch ein bisschen was verändert. Die Werkbank ist um einiges kleiner geworden. Ist für mich jetzt hier ein kleines bisschen einfacher, das Ganze so aufzubauen, um Videos zu drehen. Die große Werkbank, die hat doch ganz schön viel Gewicht gehabt und musste jedes Mal von A nach B gerollt werden. Und das ist dann jedes Mal sehr anstrengend gewesen. Und jetzt habe ich das Ganze einfach mal so ein bisschen halbiert und habe jetzt diese kleine Werkbank hier und die eignet sich hervorragend für genau solche Videos. So, ich würde sagen, wir gucken uns das Instrument jetzt mal in der Detailansicht an. Ihr kriegt ein paar schöne Bilder und danach zeige ich euch, wie das Ganze klingt. Also, viel Spaß beim Ansehen. Ja, also es handelt sich hierbei um stark gebrannte Eiche. Also das Ganze, der komplette Korpus ist aus Eiche gefertigt, die dann hinterher sehr stark abgebrannt wurde, dann wieder gebürstet.
Und dann habe ich da eine Technik entwickelt, wie man, ich sage jetzt mal dazu, Scheunenzeit imitieren kann. Das habe ich in diesem Fall getan. Und wenn man stark abgebranntes Holz richtig mit einer Bürste abrubbelt und danach mit weißem Sprühlack nur so drüber nebelt und das gleich wieder mit einem Lappen abnimmt, dann bekommt man, ich sage jetzt mal, so einen Scheuneneffekt hin. Und da bleibt so eine ganz, ganz feine, ich sage jetzt mal, Staubschicht obendrauf. Und diese Staubschicht, die sieht dann wirklich so aus, als hätte das Instrument jahrelang irgendwo in der Scheune gelegen. Und das finde ich ist ein sehr cooler Effekt, gerade wenn man jetzt irgendwo Sachen künstlich altern lassen möchte. Ja, also wir haben hier vorne einmal das Eichenholz, dann haben wir hier unten einmal ein Plättchen aus Stahl. Das hält unsere Saiten hier unten in der Fassung drin, hier unten den geschmiedeten Nagel und dann jeweils die Saiten. Das Instrument ist in G-Dur, A-Moll und gestimmt und spielt auch ganz hervorragend, hat einen ganz tollen Klang. Und wenn wir das Teil jetzt mal umdrehen, dann sehen wir hier hinten die Schraube hier, die muss ich natürlich noch ein bisschen verändern, dass es auch wieder schön alt aussieht. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil ich noch am Überlegen war, ob ich eventuell einen Lederriemen hier dran mache, dass man sich das umhängen kann, und dann würde ich die Schraube dazu gleich nutzen. Deswegen ist das noch nicht ganz so weit. Hier hinten ist die Decke. Ich habe es bei dem Instrument anders gemacht. Ich habe die Decke nach hinten genommen. Die ist hier hinten hohl und der Schall kommt quasi vorne raus. Hier drinnen sind noch kleine Stege eingesetzt, damit der volle Tonumfang abgegriffen werden kann. Und ja, so viel zum Aufbau. Der Steg hier unten, der Stimmsteg oder der Saitensteg hier unten, der ist aus Kubote gefertigt. Hatte ich noch ein kleines Stückchen über, das habe ich dann da gleich genommen. Und ja, jetzt wollt ihr natürlich sicherlich alle wissen, wie das Ganze klingt. Und das zeige ich euch in Verbindung mit schönen Nahaufnahmen und einem kleinen Versuch, einmal mit der Lyre und einer Blockflöte zusammenzuspielen. Ich hoffe, ich kriege das alles gut geschnitten und ihr habt Freude beim Anhören und beim Ansehen vom Instrument. Ja, und ich hoffe, ihr hattet jetzt alle Spaß beim Zusehen oder euch das Instrument mal genauer anzusehen und auch beim Hören. Ihr habt gehört, das war jetzt gerade die A-Saite, die ich gespielt habe. Und jetzt kann ich ja nochmal ganz kurz einmal für euch anspielen, die G-Saite. Das klingt natürlich auch nochmal um einiges interessanter, wenn man denn zum Beispiel sowas hier spielen kann. Also wie ich finde, ein wirklich cooles Instrument, ist recht leise, klingt natürlich mit anderen Instrumenten auch sehr, sehr gut und ja, hat mir ein bisschen in dieser Zeit geholfen,
meine Gedanken so ein bisschen zu ordnen und so ein bisschen über das ganze Erlebte mit ein bisschen Gefühl und ein bisschen Emotionen drüber wegzukommen. Und ja, bin ich ganz stolz drauf, auf dieses Instrument. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich kann euch sagen, es kommen auf jeden Fall noch ein paar weitere Instrumente dazu. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als Dankeschön, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Ich wünsche dir eine richtig coole Woche und ich versuche jetzt natürlich wieder regelmäßiger Videos zu machen und kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall und bleibt auf jeden Fall interessant. Bis dahin wünsche ich euch was ganz Cooles. Es verabschiedet sich von euch euer Spielmann Aki. Macht's gut, bis die Tage. Ciao.